sogenannte humanitäre Waffenruhe. Leider lässt Israel die Leute vom Süden gar nicht in den Norden zurückkehren. Das heißt, die dürfen nicht zurück in ihren Häuser. Die dürfen nicht zurück in ihren Häuser und nicht mal ihre Sachen holen lassen. Und wenn sie versuchen, von den Süden in den Norden, werden die bombardiert. Wo ist das, wo ist die, und das ist, wo ist das, wo, das gab noch nie. Diese Logik, wo ist die Logik dahinter? Und mittlerweile, bis zum letzten Moment, versuchen sie, die medizinische Versorgung zu unterbinden. Sie versuchen, alle Krankenhäuser zunichte zu machen. Die haben zuletzt die Al-Auda-Spital als Beispiel. Das ist einer der letzten Spitäler, der noch funktionsfähig ist, im Norden, in Jabalia. Versucht, bis zum letzten Moment, bevor die Waffenruhe begonnen hat, ganz zu bombardieren, alle Rettungswege, drei Ärzte, einer davon ein Kollege, der in Deutschland studiert hat, der ist gestorben. Sie versuchen, dass keine medizinische Versorgung für 1,5 Millionen im Norden, sie versuchen dort die medizinische Versorgung zu unterbinden, beziehungsweise damit die Leute keine Versorgung haben und in den Süden zur Vertreibung. Das ist, wenn das nicht eine ethnische Säuberung und wenn das nicht eine Vertreibung, was heißt das? Wirklich, es ist, und mittlerweile, wie die Medien, ich hoffe, die Medien mittlerweile erzählen, über 15.000 Tote, darunter 6.000 Kinder, 4.000 Frauen, das heißt, hauptsächlich bombardieren sie Zivilisten. Und ich bin als Arzt und weiß ich, wie soll man schaffen, 40.000 Verletzten zu versorgen, wenn Israel dauernd die Bombardierung vor Ort sitzt? Diese Leute die werden irgendwann mal sterben, weil keine medizinische Versorgung da ist. Das ist gegen die humanitäre und gegen alle Gesetze der Welt. Und die UNO redet, aber macht nichts. Und natürlich auch unsere Regierung. Wir fordern unsere Regierung eine Haltung endlich, dass eine nicht nur eine humanitäre, sondern eine dauerhafte Waffenruhe und dass die sich wie wir gewohnt von Österreich und neutral sein und für einen Frieden sich setzt. Aber so wie diese einseitige politische und mediale Erstattung, das ist ein Wahnsinn. Wir fordern, dass die Regierung und der Bundeskanzler und der Außenminister endlich ein Wort über die Zivilisten in Gaza, nicht nur die pro-israelische Haltung. Bitte, ihr sollt eure Meinung ändern und versuchen und ein bisschen, das ist alles, was Sie erzählen mit Antisemitismus, hat damit nichts zu tun. Wir sind pro-Palästina, wir versuchen, die Zivilisten dort zu helfen. Diese ganze Aussage hat eigentlich mit der ganzen Situation nichts zu tun. Das ist eine politische Geschichte und wir sind selber nicht Antisemiten. Wir sind Anti-Zionisten. Wir sind gegen, was Israel in Palästina macht. Bitte, und wir bitten alle österreichische Freunde, mit uns morgen um 2 Uhr zu demonstrieren. Lebe Palästina! Freiheit! Freiheit für Palästina! Ah.